Ultimately, the decision was made to destroy the bottle ship. A mission that will most likely be carried out in the next day or two. I'm heading toward the bottle ship now. I'm going to rescue something that was left there. Something that can't be replaced. Und einmal mehr, willkommen zurück zu Metroid Other M. Richtig, die Story geht weiter nach dem großen Finale im letzten Part. Jetzt können wir alle Items backtracken, aber es gibt noch was zu tun, definitiv. Ich kann jetzt Powerbomben einsetzen. Stabil, stark. Haben wir am Ende des letzten Parts auch schon gesehen. Der letzte Part sehr storyintensiv. Und da habe ich auch das alte Let's Play 2010 beendet. Heißt, never seen before content. Für die, die nur mein Let's Play verfolgen. Denn es kommt noch was. Ich möchte es gar nicht verraten. Aber es geht nicht nur darum, die Items einzusammeln. Es geht jedoch erst einmal darum, die Items einzusammeln. Ob es auch die 100% werden, das muss man mal sehen. Also wir sehen hier auf der Korde. Auf jeden Fall. Den Hauptsektor. Ach, guck mal, hier sind die Prozentzahlen. So hatten wir das. Wenn ich mal auf die Charaktere gehe, dann mal ganz kurz. Wie waren das? Wissen wir denn, was aus KG geworden ist? Anthony Hicks ist noch am Leben. Nach dem Vorfall suchte die Föderation das Bottleship nach ihm ab, jedoch ohne Erfolg. Ja, vermisst also. Madeleine Bergman steht nach dem Vorfall unter Samus und Anthonys Schutz. Melissa Bergman wurde von Soldaten der Galaktischen Föderation erschossen. Die AI. So, und hier komme ich nicht durch. Der geht zurück in den Raum. Mensch, das wäre prädestiniert für eine epische Flucht, wenn das hier in die Luft fliegt. Mit unseren neuen Fähigkeiten kann ich ja, zum Beispiel hier etwas finden. Alter. Der Rückstoß. Tja, und dann wird es jetzt erstmal eine Suche nach den Items, wobei ich natürlich auch schneiden werde, wenn es irgendwie zu lang dauert oder zu langweilig wird. Hast du nicht gesehen, ja? Also ihr kennt das ja. Ihr kennt das Prozedere. Ein Missile-Container, das ist Herz allerliebst. Ich frage mich, was damit sein soll. Ich wollte mal ganz kurz in den großen Raum zurück. Ob ich da vielleicht noch was holen kann. Vielleicht ist das irgendwie so ein Item, ganz, ganz am Schluss. Das allerletzte Item, das irgendwie möglich ist. Weil ich weiß es halt nicht, ne? Also tut nicht so, als würde ich das Spiel großartig kennen. Da oben ist er, der Missile-Container, der letzte seiner Art. Ich wüsste nicht, wie ich da jetzt hinkomme. Ich kann ja nicht mal... Kann ich mal darüber. Das macht's schwierig. Okay, also ich werde auf jeden Fall mich schlau machen, bevor hier irgendwas passiert. Sollte ich wirklich die 100% anstreben. Eigentlich streng genommen, ne? Mit den Missiles. Die ist gar nicht so eng. Das wäre mir fast schon egal. Die Energie, um die geht's mir. Ansonsten die 100% Befriedigung. Gut, gehen wir weiter. Vielleicht schaffen wir noch was zusammen. Das ist das Ziel, ne? So genießen wir noch das Game und die wunderschönen drei Sektoren. Wenn jetzt alle Items einfach angezeigt werden auf der Karte, dann sage ich nichts dagegen. Ich meine, einige Sachen konnte ich ja nicht sofort machen. Das sieht aber auch aus. Einige Sachen konnte ich ja nicht sofort machen, weil... Ne, allein die Powerbomb. So, die habe ich erst ab jetzt. Wir haben die im Bosskampf gegen die Metroid Queen auch schon mal eingesetzt. Einfach weil... Ja, Adam ist ja eh tot, also was interessiert uns seine Meinung noch? Und ich musste meine Haut und Haare retten. So, Sekunde. Bin ich denn zum Teufel? Können... Also, das ist hier. Hier unter der Suche... Hab ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Nee. Das ist erstaunlich. So ein Loch im Boden, hätte ich gesagt. Leute, das wird... Also im Metroid Dread hat es richtig... Hier ist es. Im Metroid Dread hat es richtig Spaß gemacht. Um mal die 100% zu jagen. Ich glaube, das wird hier eher so eine Art Abarbeiten.
In Dread war das richtig stimmig und hat gepasst und so weiter. Da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Aber stellt euch vor, man wird so ein Metroid machen, was so geil wäre wie Metroid Dread, weil das war halt wirklich gelungen mit den Gebieten und alles. Aber so ein bisschen 2D, 3D-Mix wie Other M. Weil ich finde die Ansätze in Other M richtig gut teilweise, wenn ich die jetzt nochmal durchlebt habe. Und fand es teilweise da ein bisschen schade sogar, wenn man sich anschaut, dass man aktuell auf der Switch mit dem neuesten Teil dann wieder in die absolut sture, steife 2D-Ansicht zurückgekehrt ist. Und das sag ich als alter, sturer, steifer 2D-Fanatiker. Ne, ihr wisst Bescheid, wie ich es meine, ne? Also so ein kleiner Mix wäre dann auch gut, ne? Vielleicht so, das hat mir ja an Metroid ADM nicht gehatet, sondern, ne? Was ich auch nicht schlimm fand, diese Gedankengänge von Samus, diese. Wir hatten es alle schon mal thematisiert. Und die teilweise wilde Story. Das hat am Ende des Tages so ein bisschen Kinoformat angenommen, ne? Das war ja. War ja krass. Fragt man sich fast, ne? Also Metroid an sich gibt ja gar nicht so viel Potenzial. Da muss ja so neue Charaktere einbinden wie Anthony Hicks, um überhaupt eine Chance zu haben, irgendwie eine Gefühle, also eine Geschichte auf die Beine zu stellen. Aber da ist noch was. Das ist da drinnen, das haben wir gesehen. So. Und da kommen wir hin, indem wir. Ist da vielleicht. Eigentlich wäre das naheliegend, aber ist nicht so. Oh, nix. Oben? Ist das richtig? Nee, das ist ein Rohr. Das ist kein Eingang. Dass ich hier nicht drüber springen kann, das finde ich auch komplett. Pass mal auf, von der anderen Seite vielleicht? Wo käme man denn da? Thema Rohr. Vielleicht ist ein Rohr auch eine gute Sache. Ich werde gequält. Und deswegen lege ich mich nicht auf die 100% fest. Wir werden es ja sehen, ne? Würde mich ja auch freuen. Aber pass auf, wir machen mal ein bisschen eine Ebene tiefer, wenn man mich lässt. Oh. Ich werde weich. Na, das kann ja noch heiter werden hier. So, was für ein Tank genau war das? Ein Schnelllader. Gut. Ich merke das nie, ne? Das würden immer nur kleine Unterschiede sein. Ich habe da nie so richtig das Gefühl, dass da großartig was passiert, aber wird schon was sein. Also klar, viele Dinge hätte man schon holen können, ne? Beim Backtracken. Aber wir machen lieber einmal Backtracking, statt immer mal wieder. Hier haben wir auch schon was geholt, was wir hier gefunden haben, ne? Ich hoffe halt wirklich, zum einen will ich natürlich die Story jetzt nicht vorher antreiben. Aha, guck mal, das ist eine Powerbomb, das kriegt man auch gesagt und gezeigt. Macht doch nicht diesen, ich hab's doch gesehen, hab's doch gewusst, hab's doch geahnt. Ach du Schande. Postgame-Gegner, wuh! Wupp, wupp. Ah, okay, ist vielleicht besser, als wenn man einfach nur leblos langweilig durch die Gegend spazieren, wobei dieser Gegner halt auch mich jetzt ein bisschen nuts. Da muss man scheinbar dodgen, bevor man ihn überhaupt angreifen kann. Er ist ultra schnell. Sag mal, ich habe eine andere Frage. Mouthball, die Superbombe, ne? Die tut ja auch so weh. Ist das nicht auch prädestiniert? Oh mein Gott, ich habe so viel Energie verloren. Willst du mich verarschen? Ich kann auch nicht raus. Der lässt mich niemals in Ruhe. Was? Zur Hölle. Ey, ich hau mich richtig rein. Die ersten Parts war ich auch richtig stolz, da ich so eine so viel bessere Leistung in diesem Spiel gebracht habe. Ich dachte schon, was ist denn nun los? Dass ich so viel besser gewesen war. Aber die Bosse und auch das jetzt, also es ist auch schwer zu kämpfen. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, das ist alles andere als leicht. Ja, ich wollte zurückrollen, um mich in Ruhe zu regenerieren. Ich weiß nicht, ob ich mit der Powerbombe wirklich Schaden gemacht habe. Aber so ein hektischer, nerviger Gegner, das ist ja unglaublich.
wo man auch wirklich die Bewegungsabläufe nicht richtig erkennt. Also ja, ein bisschen Chaos-Control-artig geworbt, sag ich mal. Da der Charge-Beam offensichtlich ja Schaden macht, werde ich ihn einfach auf die Spitze treiben. Oh, das ist das Vieh, das wir eben schon hatten. Das sind die aus dem Finale, aus Melissa Bergmans Armee. Diese, jetzt erkenne ich die auch. Die regenerieren sich auch so ganz komisch. Wie besiegt man die überhaupt? Ja, gab auf jeden Fall so einen Punkt, wo ich hätte angreifen müssen, sollen, dürfen. Bevor er sich regeneriert. Da konnte ich ja nicht riechen. Ne? Ich konnte es vermuten. Alter, ist der stark. Macht weder Sinn noch Spaß. Okay, und bevor er sich regeneriert, muss ich dem eine reinhauen. Schwierige Gegner vor der Wind. Ich nehme an, die sind jetzt überall. Personalquartiere. Hier ist ja wunderbar verseucht, ne? Herz allerliebst. Neuer Bereich, neuer. Ja, da muss irgendwo ein Nest sein, im wahrsten Sinne. Meine ich nicht mal so, sondern ist halt so. Richtig umschauen ist aber auch nicht drin, wie mir deut. Ja, der Epilog, meine Damen und Herren. Da sind wir hergekommen, ne? Da wird es wirklich ein Nest geben, aber ich sehe gerade nicht, wo ich lang kann, soll, hoch darf. Warte mal, kann ich da durchlaufen? War das doch nicht der Weg, wo ich hergekommen bin? Aber das sich so dreht. Achso, ich dachte, ich war wieder, ne? Okay. Schon gut. Weiter geht's. Das verheißt nichts Gutes. Na denn. Aber ihr dürft gespannt sein, was am Ende des Epiloges auf uns wartet. Das wird noch ein furioses Ende nehmen. Wo, Moment mal. Ne, ich gehe nicht dahin. Sektor 2. Ich gehe nicht dahin, wo das Story-Finale mich hinführt, ne? Okay. Anscheinend nicht. Aber warum gehe ich jetzt nach Sektor 2? Wie komme ich denn an das Item? Ey, es ist... Das ist ein Rätsel. Erstmal muss ich rausfinden, wo ich bin. Und warum. Also hier ist auch eine Verbindung. Ach, ist es diese andere... Ich habe eine Morphball... Das muss wahr sein. Ich jetzt hinter jedem Morphball oder Powerbomben-Tor habe ich jetzt den Kollegen, oder was? Das wäre ja ein Träumchen. Das wäre ja... Oh, das kann man nichts Schöneres vorstellen. Meine schöne bunte Flügel, das ist alles. Das ist ein Wiedererkennungswert, ehrlich. Ansonsten wäre es für mich nur eine generische Schabe im Metroid-Universum. Ist auch so. Dann schnell hin und finishen. Gut. Das sah jetzt schon ein bisschen besser aus, ne? Ich war nicht drauf eingestellt. So, wo bin ich denn jetzt? Sektor 0. Das funktioniert doch gar nicht. Sektor 0. Können Sie nochmal probieren? Sektor 0 ist ja abgekapselt. Da muss ja irgendwie eine Tür zu sein. Da sind wir weggerannt. Das ist ja Fake. Hoch 10. Dip. Man will ja nur sicher gehen. Vielleicht gibt es ja noch ein Itemchen. Ich weiß nicht genau, was das hier wird, ne? Ich bin noch ein bisschen rausfriemeln. Das Spiel will irgendwas von mir, ne?
Hier muss doch gleich eine zu eine Tür kommen, da geht's doch gar nicht weiter. Wir werden ja wohl kaum. Ja, genau hier. Ende Gelände. Hier gibt's doch nichts zu finden oder so, ne? Ich mach mal den Härtetest. Okay. Ich habe mich nur gewundert, warum man mich in der Nähe des Aufzuges rauslässt, der zu diesem Sektor 0 führen soll. Gibt's dafür irgendeinen Grund? Ich bin ja immer noch der Auffassung, wir wurden betrogen um diesen Sektor. Also ich hätte ihn schon, ich will nicht sagen, gern gesehen. Ja doch, so ein neu, weiterer Sektor? Wenn das Spiel ein Remake bekommt, will ich Sektor 0 haben. So ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen komische Kämpfe haben. Okay, also ich habe einen Shortcut zu Sektor 2. Ist die Frage, wollte ich das überhaupt? Ne? Warum sollte ich hierhin zurückkehren? Hauptsektor. Das ist halt wirklich mein Weg. Ich glaube, ich komme da auf direkten Wege nicht hin. Um der Story zu folgen. So, weil es so schön war, zurück an einem Stück. In diesem großen Raum gab es ein Item. Ja, das wird auf jeden Fall nicht ein Part, ne? Hier das Backtracking. Sonst wird es uns noch einen zweiten Part auf jeden Fall beschäftigen. Das ist ein ziemlich überschaubarer Beginn. Jetzt mal ohne Witz, ich muss mal umschauen, ob hier irgendwie. Ja, ja, ja. Irgendwas machen kann gegen die. Irgendwie Nest abballere oder so. Wo kommen die denn genau her? In der Mitte ist ein Item. Wie komme ich an das Item? Sieht ja zerstörbar aus, der Tank. Ja, ich will mich ja auch nicht spoilern lassen bis zum Mond, ne? Ich will ja nicht einfach irgendwie ein Tutorial-Video abarbeiten. Oh, jetzt kommt keiner mehr. Bin ich jetzt frei von Insekten gerade? Pass auf, wir können auch nicht auf höhere Ebene springen. Gibt's eins von diesen Türchen? Irgendwo was auf... Oh, ich weiß was. Hat's auf einmal Klick gemacht, wie ich nach oben komme. Das ist ein Energietank. Hab das, ich glaube, es ist ein Energietank. Das macht Sinn. Jetzt nicht mehr Samus? Kein Bock mehr? Aha. Kann ich dann... Okay, ach, ich kann da auch dann in der Luft... Learning! Freunde, das haben wir in der Form nicht gebraucht bisher. Ist ja wild. Alter, hat sich aber auch gelohnt. Ne, ist ein Tankbauteil, oder? Ja, ja, ja. Jetzt wurde die Energiekapazität erhöht für 4 Tankbauteile. Die Sache ist eine ziemlich geile. Pass mal auf. Wenn es vielleicht in Sektor 2 weitergeht, machen wir da erstmal Sektor 1 und 3. Ach, hier ist einfach zu. Hier ist wirklich einfach zu. Wir brauchen diesen anderen Weg. Aber ich muss von der anderen Seite da hinkommen in Sektor... Ja, im Hauptsektor. Das sollte wohl möglich sein, aber das ist ja richtig blöd. Warum ist denn da die Tür zu? Alter, Samus heute am Rennen, ne? Die alte Frau. Ist auch nicht mehr die Jüngste, ne? Was die schon mitgemacht? Ihr seid respawned. Ja, dann... Wenn ihr meint. Weil die sieht noch fit aus in den Cutscenes, ne? Die altert auch nicht. Bei Metroid Fusion, die ja auch mit ihrem Anzug quasi verschmolzen ist, ne? Deswegen sieht man die auch in Dread nicht so richtig. So, das ist ein bisschen wurschtlich. Ich glaube, ich muss mir Dread nochmal zumindest angucken. Spiel jetzt eigentlich verdient, nochmal gezockt zu werden, aber als Let's Play... Wir haben schon ein schönes Dread-Let's Play. Lieber die anderen Teile. Fusion. Fusion als nächstes. Da muss ich ehrlich sein, das wird vermutlich erst nächstes Jahr was. Aber guck mal, wir haben ja schon, ne? September. Ach, hier war Nightmare, Alter. So nah ist das alles.
Haben wir schon September, den 9. von 12 Monaten im Kalenderjahr 24. Mit anderen Worten, das Jahr ist fast um. 25 will ich Fusion machen. Das ist auch wieder ein geiler Kontrast zu geiler GBA-Pixel-Optik. Ne? Das hat auch was. Da sympathisiere ich definitiv. So, Items. Oh Gott, ich laufe mal da lang und wir sehen uns an der Stelle wieder, ja? Wenn nichts passiert. Es geht doch. Also ich bin jetzt hier und das sieht aus, als wäre ich auf dem richtigen Weg. Was haben wir denn da? Ist der Container. Sah viel spektakulärer aus in der Situation. Gut, und als nächstes. Ja, gehen wir den Weg. Da ist ja so einiges im nächsten Raum. Da mal los. Holen wir uns den guten Stoff, Leute. Holen wir uns den guten Stoff. Ja. Also hier gibt es auf jeden Fall... Hier war eine Powerbomben-Dings. Kommt jetzt auch wieder so einer? Das darf doch nicht wahr sein. Wenn du nicht so hässlich wärst. Oh, und das ein Artwork von dir gäbe. Dass du fast ein Thumbnail verdient, du. Wobei, ich will das nicht. Ich will dich nicht gar nicht auf den Thumbnail haben. Wie ist mit dir los? Der ist ja noch wilder als seine anderen. Sinn macht, ne? Problem, was ich sehe, wenn ich mehrere gleichzeitig bekämpfen muss, und das kommt bestimmt als nächstes, alleine wegen der Situation, dass er, dass wir den immer erschöpften... Alter, der killt mich fast! Der zieht so viel Energie ab! Jetzt hat er sich regeneriert, Mann! Ernst sein jetzt. Ja, dass du da rechtzeitig zur Stelle eilen musst. Alleine das zeigt ja schon, dass da was passiert. Dass du da bei zwei Gegnern dann vielleicht Probleme bekommst, ihn direkt zu erreichen. Bisher ist es ja immer so gewesen, dass man... ich gehe nochmal da hoch. Na, red doch, Markus. Bisher ist es immer so gewesen, dass du mit ihm allein warst und dich voll drauf konzentrieren konntest, wenn er erschöpft ist, drauf zu gehen. Ja gut, in einer Situation jetzt eben ist nicht sofort geschafft. Aber nichtsdestotrotz. So, es gibt ja noch mehr Items und ich dachte eigentlich wirklich, dass dieser Powerbomben-Eingang mich da oben hinbringt. Tut er aber nicht. Finde ich noch verwirrender. Soll ich da wirklich mit dem Speedbooster rein? Ich kann die Stelle niemals herausfinden. Ich will nochmal schauen. Hier kann ich aber nicht nochmal was machen. Ich kann ja aber rausspringen. Ich da vielleicht so hoch? Ist ja Quatsch eigentlich. Doch. So komme ich hier schon einmal hin. Dann kann ich mir das andere dann auch denken. Bitte. Ah, Geduld, Leute, Geduld. Oder ich mach's halt wirklich mit dem Speedbooster. Das scheint ja zu gehen. Da ist da extra so ein Loch im Boden. Oh, okay.
Nur die Ruhe heute ist ein gemütlicher Part. Was? Ich muss doch... Okay, es war die falsche Taste. Entschuldigung, ich habe 1 statt 2 gedrückt. Jo. Man ist ziemlich eindeutig und trotzdem hilft es mir in der Situation nicht unbedingt. Okay, besser. Kommen noch mehr Lücken. Alles klar. Ja, da hätte ich vielleicht noch ein... Ich wäre so fies gewesen als Entwickler. Ich hätte da noch ein Loch eingefügt, dass man da nochmal runterfallen kann. Und nicht, wie ich jetzt gemacht habe, so einfach entlangrolle, sondern nochmal sowas hier zum Dodgen. Dass man das nicht hätte da sofort so machen müssen. Okay, ein paar Räume weiter. Ich möchte auch wirklich herausfinden, ob das... wir wirklich alles auf der Karte sehen. Wenn nicht, ich weiß es noch. Ich weiß immer noch nicht, ob die 100% möglich sind. Ich werde einfach mal jetzt alles geben, so. Aber angenommen, die Karte zeigt uns nicht alles sofort. Eigentlich musst du da alle Gegner besiegen, aber... ja. Haben wir ja eigentlich. Das ist mein Punkt. Hier wäre noch was. Sieht aus, als wäre da wirklich was. Soll ich da durchbrechen? Nee, das ist eine Plattform, ist das. An der wir vielleicht vorbei müssen. Hä? Boah, ich mach einfach so. Wird auf jeden Fall gelootet, ne? Das ist unser Ziel hier, ne? Wenn man das so sieht, ist Samus Bewegungsradius in dem Spiel doch ein bisschen eingeschränkt, ne? Dass sie nicht ohne weiteres hochspringen kann. Aber gut, in 3D braucht es halt eine gewisse Limitation. Sehe ich halt auch ein. Oh. Kleines Steuerkreuz, meine Freunde. Wusstet ihr? Das V-Mode. Ach, ja. Wenn man nur Controller erfunden hätte, ne? So Controller, die in der Hand liegen. Großen Knöpfen. Ich bin Rentner, ich brauche meine großen Knöpfe. So, da soll ich hin. Ich werde das gleich mal mit euch wagen am besten. Pass auf. Ja, ich mache das erstmal, damit wir auch mal sehen, wo es weitergeht, wo wir vielleicht noch nicht hinwollen. Oder ob ich auch diesen Anfangsbereich vielleicht erstmal säubern kann, weil da war ja eine geschlossene Tür, ne, aus Baumgründen. Speichere ich die Situation hier ab. Noch wichtiger ist, meine Energie zu regenerieren, wenn noch so ein Spackofatz kommt. Abend. Samus hat ja gesagt, die muss etwas holen. Ich weiß auch genau, was sie holen muss oder will. Da kann ich nur so viel sagen. Nichts Wichtiges. Sich hier nochmal in Gefahr zu bringen, hätte es nicht gebraucht. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. So, das ist das Ziel. Okay, pass auf. Ich möchte... die Items, die hier auf dem Weg liegen, erstmal collecten. Ist mir das vergönnt? Darf ich das in der Theorie? Und zwar in diesem Räumchen. Darüber erstmal talken dürfen. Sieht aus wie der andere Aufzugsraum. Ist er aber. Auf den ersten Blick auch noch nichts Verdächtiges tatsächlich. Was mir irgendwie weiterhelfen könnte in meinem Bestreben.
Kann ich hier irgendwie hochspringen? Ich kann nirgendwo genug Anlauf nehmen, nehme ich an. Ach so, liegt da einfach rum. Ja, ich hab, warum denn auch nicht? Tankbauteil. Schon wieder 2 von 4. Und jetzt so, oder da drin, oder hier drunter, oder... Also, wie es scheint, kriegt man das und das andere Item hier im Main-Sektor erst nach dem letzten Secret-Box. Irgendwo muss ich nachschauen und, ja, dann funktioniert dieser Aufzug und in den Raum, da komme ich auch nicht rein. Das heißt, ja. Lassen wir den Main-Sektor erstmal Main-Sektor sein. Das Spiel möchte, dass wir in welchen Sektor gehen, man weiß es nicht genau. Jedenfalls nicht in Sektor 1. Machen wir noch ein bisschen was. Keine Warnungsstufe. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Und trotzdem Warnungsstufe 10 oder so ausgeben. Da sind noch immerhin ein paar Gegner an oder was. So, ja, haben wir einen Spaß, ne? Haben wir jetzt ein bisschen, ne? Gucken wir uns mal um. So. Klar, der Part ein bisschen länger. Das war bisher auch mager. Von mir. Deswegen noch ein bisschen was leisten, ne? Was tun fürs Geld, fürs nicht vorhandene. Fürs gute Gewissen, fürs Metroid-Herz. Das stimmt, auch hier. Könnte ich vielleicht da doch... Ganz kurz alle, ne? Haltet schon was aus, nervig. Das ist auch so schief. Kann man hier vielleicht im Kreis laufen für den... Natürlich nicht. So wie wir es gerade gesehen haben, können wir hier nicht im Kreis laufen. Aber jetzt kann ich hier den Gravel Beam benutzen. Schön und fein. Endlich sind wir da. Wo ich die ganze Zeit mal hin wollte. Denn was würde ich nur machen ohne diesen... Mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen-Missile-Container. So, dann kann ich auch mal hier ein bisschen, ne, wo es kreucht und fleucht, aber da kann man nirgendwo hin sich umschauen. Ganz ernst. Dafür, dass man das ganze Abenteuer schon sieht, die Ecke. Das ist ein bisschen ernüchternd. Aber möglicherweise bringt das uns ja irgendwo anders hin. Was soll das denn jetzt? Hä? Von der Secret Weg, wo sogar laden? Warum sieht alles ganz anders aus? Das ist, glaube ich, wie die Kreaturen entkommen oder so, ne? Ja, hier steht auch was von Item. Ich habe aber was gehört, von hier unten. Ach du Schande, wo sind wir denn? Oder vielleicht sogar wie Little Birdie, also Ridley in seiner Gestalt. Vielleicht entkommen ist oder... Nee, der hat sich ja totgestellt. Da war was. Ja, wo zur Hölle bin ich, ne? Bereich kennen wir. Aber hier bin ich wieder im Item suchen. Es macht mich fertig. Also das macht... Also wirklich, im Metroid Dread hat so viel Spaß gemacht. Warum macht es denn hier keinen Spaß, hier die Items zu suchen? Jetzt komme ich auch nicht mehr oben hin zurück. Warum machst du keinen Wallkick, Samus? Kann ich angehen. Oder das führt mich dahin, wo ich hin will. Oder auch nicht. Was ist denn das alles? Warum bin ich jetzt hier? Komm, den Kollegen, den brauche ich doch gar nicht erledigen. Wobei, erstmal, er ist schon down. Überrascht mich auch ein bisschen. Da oben war der Gravel Beam verlangt. Wartet.
mach's scheinbar so. Ich mach's so. Man hätte also so oder so dahin kommen können. 3 von 4 Tankbauteile. Ja, immerhin kriegen wir Energie dafür, den ganzen Shit. Dann kann man mir mal nicht verübeln. Ja, ich suche mal ein bisschen was und orientiere mich. Ich schneide euch das mal, wa? Ich endlich mal aufmachen mit der Super Missile. Und zwar genau in dem Bereich. Das ist dieser Little Birdie-Bereich. Da gibt es hier irgendwo ein Item abzuholen. So wird's gemacht. Okay. Ja, spitzenmäßiger Ladevorgang. Immerhin ist deswegen das nicht abgebrochen. So, dann Tür zu meiner Rechten und in einem kleinen Raum. Hier irgendwo, ja. Okay, da hätte ich wahrscheinlich schon viel früher hingekonnt. Besser spät als nie. Und ansonsten ist hier Ende. Hier war Little Birdie. Hier ist Ridley entkommen. Okay. Ja, es ist artet in Arbeit aus, ne? Kann ich nicht anders sagen. Aber ich will mein Bestes geben. So, jetzt zu meiner Linken ist da irgendwie was. Da muss ich einfach nur hochrennen. Ach nee, das da... Ja, guck mal, und hier haben wir sogar Little Birdie zum ersten Mal getroffen. Scheiß Gegner respawnen am Laufen, waren die richtig lästig. Dann kann ich so aber endlich wieder da hoch, weil das war mir damals ja nicht ansatzweise möglich. Gott, waren wir mittellos, Leute. Okay, da... Ich mache einfach mal diesen, damit ich nicht rutschen muss, weil... Ja, es sieht aber aus, als wäre da irgendwas verlangt, irgendeine... War das was? Müssen wir überprüfen. Ja, ich habe es jetzt einfach drauf angelegt, möglichst früh nach dem Losrutschen den Beam zu zücken. Den ersten Schuss halt abzugeben, weil sonst zählt nicht. Nee, zählt immer noch nicht. Ey, Bruder, was ist denn das? Jetzt aber! Das muss es doch gewesen sein. Auch super lästig, wie man immer wieder hier Anlauf nehmen muss und manchmal auch an der Palme hängen bleibt. Dass es nicht zählt. Vielleicht sehen wir ja irgendwas Praktisches. Da leuchtet Scrabble Beam. Scrabble Beam ist hier verlangt. Das kriegen wir hin. Oha. Halte ich einfach fest. Samus? Darf man fragen? Könnte ich prinzipiell einfach nochmal meinen Scheinspark da reinmachen? Das wäre halt cool. Dass man so abtimen und zielen könnte. Aber ich weiß nicht, ob der genau an dem Punkt ist überhaupt. Einmal nicht. Ja, also. Bisschen weiter vorne. Da versagen die Nerven. Auf viele Art und Weise. Ich
Ist halt so. Auf den Grapple Beam. Der hätte mich ohne Probleme hingebracht, aber. Sei wie sei, Haferbrei. So, und als nächstes, ich weiß es nicht. Ich beende den Part hier. Wir haben ein bisschen was gemacht. Ich muss es irgendwie schneiden. Hast du nicht gesehen? Der nächste Part wird auf jeden Fall auch daraus bestehen, dass wir Items sammeln und das ist das, was feststeht. Ne? Also, bis dann und ciao.